Wir sind im Harz, in Ilsenburg und mitten in der Stadt. An der Ecke, wo sich auf dem alten Fahrweg in früheren Zeiten die Pferde den Berg zum Schloss hinaufquälen mussten, steht das älteste Wirtshaus von Ilsenburg. Die ehemalige Bauernschenke des Klosters wurde im 17. Jahrhundert nach dessen Schließung zum Mittelpunkt des Dorflebens. Das steht alles auf einer kleinen Holztafel am Gebäude. Bis zur Wende blieb darin über Jahrhunderte hinweg unter wechselnden Betreibern und verschiedenen Namen eine Gaststätte. Die charakteristische, wohl 100 Jahre alte Laterne an der Hausecke erinnert daran. Heute ist es, wie man am Gebäude lesen kann, ein Wohnhaus. Das zum Grundstück gehörende, mit roten Bruchsandstein ausgemauerte historische Gebäude wurde gleich mit saniert. Es steht direkt an der denkmalgeschützten Krugbrücke, über die der alte Fahrweg den Fluss überquert und das Wasser der Ilse auch heute noch hindurchfließt. Fünf Straßen treffen hinter der Brücke zusammen. An der Ecke ein Bäcker, seit über 100 Jahren in Familienbesitz und just von der nächsten Generation übernommen. Gegenüber ein Trödelladen, seit ewigen Zeiten mit wechselnden Warenangeboten immer wieder weitergeführt, wie man an den historischen Aufnahmen sehen kann. Die Kühe gibt es heute nicht mehr, dafür Autos ohne Ende. Weiter geht es durch die Punierstraße. Hier ist jetzt die Nummer 2 und ich suche die Nummer 3. Da ist jetzt eine kleine Gasse und da ist aber schon die Nummer 4. Ja, wo die 3 ist, kann ich euch jetzt nicht sagen. Diese kleine Gasse, die zum Vogelgesang hinführt. Ich geh jetzt mal hier rum, in diese kleine Gasse rein. Hier ist nochmal ein Tor, aber keine Hausnummer drin. Das Nebengebäude jetzt, das weiß ich nicht. Die andere Variante ist, dass vielleicht hier noch ein Haus gestanden hat, was in der Zwischenzeit abgerissen ist. Kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber hier ist dann schon die Nummer 4. Mottburg ist die volkstümliche Bezeichnung des Hauses mit der Nummer 3, in dem im Jahre 1911 infolge einer Familientragödie 4 Menschen erschlagen wurden. Nach Informationen der Anwohner wurde das Haus schon vor vielen Jahren abgerissen. Gegenüber dieses Hauses Pension Rust, wohl um 1900 erbaut, als der Tourismus in Ilsenburg begann und die Sommerfrischler aus den Städten hier Erholung suchten. Neue und alte Gebäude, gleich gegenüber und dicht beieinander. Punierstraße Nummer 8. In diesem Gebäude, oder genauer gesagt im Hinterhaus, betrieb der Unternehmer Leberecht Köllner bis Ende der 50er Jahre eine kleine Eisdiele. Wieder eine kleine Gasse am Mühlgraben entlang. Hier verstecken sich die Häuser mit den Nummern 11 und 12.
Der Mühlgraben begrenzt auch den kleinen Krolapark. Mit einem kleinen Teich ist er ein idyllischer Ort. Gegenüber das Emma-Stift, 1868 eingeweiht, das erste Krankenhaus von Ilsenburg, später Siechenhaus und Pflegeheim. Es gehört heute mit zum Komplex des neu errichteten Altenheims Haus Abendsee. Gegenüber stehen die ältesten Eichen der Stadt. Sie sind wohl mehr als 250 Jahre alt. Hinter den Büschen lugt das Krola-Haus hervor. Das Eberhardinenhaus. Mitte des 19. Jahrhunderts von der gleichnamigen Gräfin zu Stolberg-Wernigerode gestiftete Waisenhaus für Mädchen gehört wie das Emma-Stift auch zum Komplex des Hauses Abendsee. Das Altenstübchen. Auch eine Stiftung aus dem 19. Jahrhundert. Hier von der Malerin Elise Krola. Die Villa Ottilienruh steht in einem Privatpark. Sie wurde vom Magdeburger Fabrikanten Rudolf Wolf errichtet. Und nach ihm sind auch Park und Teich benannt. Gleich daneben stehen weitere Villen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Diese gehörte einst dem Ilsenburger Landschaftsmaler Robert Riefenstahl. Wieder eine kleine Gasse, die zu weiteren Gebäuden, die zur Punierstraße gehören, führt. Das neu errichtete Eigenheim und dieser Mammutbau beenden unseren Gang durch die Punierstraße. Wir sind an der alten Nagelhütte angelangt, die direkt neben dem Blochauer steht und in der eine schmucke Gaststätte entstanden ist. Wie auf einer Insel, von Straßen umschlossen, steht das Haus Bucheneck. Die mächtige alte Blutbuche auf der Ecke ist dieser Neupflanzung gewichen, durch die die Sonnenstrahlen scheinen.